Freunde und willkommen wieder zu meinem Playmobil YouTube Video. Das ist schon der vierte und wie immer lasse ich meinen Freund Germann sprechen. Auch mir wäre ein herzliches Hallo und heute schauen wir uns wie immer wieder folgende Playmobil Produkte an. Heute stelle ich mal die neue Königsburg der Löwenritter vor. Die kann man auf Amazon bestellen für die 100 Euro. Man kann noch sich die Löwenritterfestung mit dabei bestellen für die 21,44 Euro. Und wer sich das Video mal anschauen möchte, klickt unten einmal drauf. So werden die zwei Produkte geliefert. Wir tun jetzt mal das kleine Set. Die Festung, das Hauptmotiv und die Produktbezeichnung. Und dann kriegen wir die Verpackung um. Da wird wieder das dargestellt, was in der Verpackung drinnen ist. Und das große Set. Und was hier interessant ist das größte Set, was wir jemals in einem Playmobil-Video hatten. Die Königsburg der Löwenritter. Hier wieder das Hauptmotiv und hier die Produktbezeichnung. Dann kriegen wir wieder das Ganze um und wieder das dargestellt, was in Karton drin ist. Ja, und dann schauen wir in die zwei Verpackungen jetzt mal nach. So, das Produkt, also die zwei Produkte sind aufgebaut. Hier mal die Burg. Und die Festung, die ist hier. So. Und wir fangen an mit den Figuren. Wir fangen mit dem König an, der war bei der Burg dabei. Krone. Ja. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe so einen weißen Kristall drauf gesteckt. Schwert. Hier kann man was dran stecken. War aber in der Anleitung nicht drin gestanden. So, das kann man abnehmen. Ja, die Kleidung. Haare, der Bart. Dann zu der Königin, war auch in der Burg dabei. In der Burg waren 5 Figuren dabei. So ein goldener Gürtel. Eine Feder. Das soll so eine Feder von Scheiben sein. So was. Armschmuck und hier eine Kette. Krone kann man abnehmen. Die Haare. Und auch schreibt es mir in die Kommentare, was das hier ist. Das weiß ich eben nicht. Es ist Kleid und goldene Schuhe. Dann kommen wir zu die dritte Figur. Das wäre die hier. Ein langes Schwert. Kann man abnehmen, auch wieder dran machen. Ein Umhang, ein blauer Schild. Ist so ein Löwe drauf mit einer Krone. Sonst ist die ganze Figur golden. Und noch ein Ritterzeichen dran, ein blaues. Noch abnehmen. Das wird dann einfach hier in das Loch reingesteckt. Hier noch Schutz. Ist beweglich. Und so die vierte Figur. Hat hier so ein Haifischgrin mit Pfeile. Der Bogen ist auch in dem Set dabei. Hier wieder ein Schild. Helm, die Haare. Die Figuren sind beweglich. Hier nochmal das Seif mit die Pfeile. Es wird einfach hier so reingesteckt. In das große Loch,
und dann nach oben und dann nach unten gedrückt. Und die letzte Figur von der Burg, die haben wir hier hinten. Die ist hier krank gemacht an einer Kette. Ist ein Skelett. Und den Skelett kann man auch komplett zerlegen. Zum Beispiel hier den Kopf kann man runter tun. Und zum Beispiel auch das. Kann man also komplett zerlegen. Sind dreiteilig. Das Skelett da war aber schon zusammengebaut, haben man das nicht zusammenstecken müssen. Hier so ein Holz, ich sag mal, dass das Holztisch ist. Braun, hier noch Stroh. Hier eine schwarze Teil war die Kette befestigt. Und da kann man auch die Kette von dem Skelett runter. Das geht gar nicht so einfach. Die ist hier dran befestigt. So, der Schwarze ist zwar nach oben, aber macht nichts. Nehmen wir dann die Kette. Jetzt hängt ihr an den Stroh einfach so ran. Und wir kommen zu den Figuren von der Festung. Hier da ein Schwert drin stecken. Ist auch wieder so ein Hive. Dann hinten auch wieder ein langes Schwert drin. Haare, das sieht man hier so ein bisschen. Hinten ist so schwarz. Die Stiefel. Noch rot. Das Wetterzeichen dran. Und das war's eigentlich schon bei der Figur. Die zweite. Hat ja auch wieder ein Schwert drin. Noch wieder reinstecken. Hinten wieder ein Haufen Pfeile drin. Auch die kann man rausnehmen. Sind so ein bisschen umbiegbar. So kann man auch wieder rein. Das wird einfach so zusammengebogen. Dann reingesteckt. Und dann wieder hinten dran. Hier wieder das dritte Zeichen oben. Die Stiefel sind silber gefärbt. Helm kann man wie immer wieder abnehmen. Das sind dann die schwarzen Haare. Hier sind aber nicht fünf Figuren dabei, sondern nur vier. Ja, hier kommen so die dritte. Hat hier so eine, sag mal, das so eine, schreibt mir in die Kommentare, was das eigentlich ist. Oben wurde eine Flamme dran gesteckt. Hier, Vollbart. Hier noch ein Messer dran stecken. Kann man noch ausziehen. Und dann das Messer. Und das Messer kann man auch in die Figur in der Hand machen. Ja, das wird einfach reingedrückt. So. Ja. Schwarzer Helm. Einen richtig coolen Strohumhang. Das habe ich hier, sage ich jetzt mal. Nochmal der Stiel. Und wie das Ritterzeichen kann. Das sehen wir jetzt nicht. Das sieht man fast nicht wegen dem Bart. Ja, so schaut's aus. Und das war's auch bei dieser Figur, die letzte. Auch die sieht, das ist die coolste Figur in dieser Festung. Also, ich sag mal, dass das der Chef ist. Federhaare oben, wurde einfach reingeguckt. Schwarzer Helm, goldenes Schwert hier drin stecken. Hätte noch ein Pfeil. Man ist ein Bogen. Ein Schild, auch wieder das Ritterzeichen dran. Tue ich mal kurz den Helm runter. Hier ist das goldene Schwert.
Wir beweglich. Haare. Jetzt ist schwer. So. Ist jetzt zwar ein bisschen schief. So. So. Sonst ist die ganze Figur schwarz. Ja, die Stiefel. Das war's bei der letzten Figur. Und fangen wir hier an. Das sind Ritterwappen. So, hier ist wieder der Löwe mit der Krone drauf. Da gibt es davon zwei Stück. Die kann man überall dranhängen, wo man mag. Hier, hier auf dem Turm, hier, hier, hier. Überall auf der Burg kann man die zwei dranhängen. Und so, dass man auch im Dunkeln was sieht. Hier Fackeln kann man auch rausnehmen. Hier ist die Flamme einfach draufgesteckt. Kann man auch wieder rausnehmen. Und wieder reindrücken. Das wird hier einfach so reingetan. Hier die zweite. Und innen in der Burg, hier, da ist auch noch eine Fackel. Hier, da ist auch wieder ein Tor. Und hier vorne, dieses Tor, der Haupteingang, das ist ja verschlossen. Und innen in der Burg, jetzt mal die Burg drehen. Oh, es ist schwer. Hier, da ist sowas, ein blauer Stock, sage ich jetzt mal. Das kann man hier nach oben. Zack. Und dann kann man das Tor öffnen. Das ist so ein Verschließen, wenn wir angreifen, zum Beispiel. Hier kann man auch immer verschließen. Wird er einfach so hingelegt. Und ich zeige mal kurz die Innenseite von der Burg. Zack. Das ist dann die Innenseite. Und hier ist eine kleine Höhle. Und da man zum Beispiel hat einen kleinen Stein mit einem Loch, kann man irgendwas reinlegen, ein Skelett, eine Maus. Sind sogar in dem Set dabei. Den Mäuse habe ich hier. Drei Stück waren in der Burg dabei. Hier haben wir mal zwei. Und die dritte Maus habe ich hier. Sind Silber. Und den Stein, zum Beispiel hier in der Höhle drinnen, da, hier sieht man ein kleines Loch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das in dem Video seht. Okay, aber in dieses Loch, da kann man den Stein reintun. Hier seht ihr den Stein, glaube ich. Den Stein. Und hier haben wir wieder ein Steinteil mit Gitter dran. Das ist ähnlich ein Gefängnis. Ja, das kann man hier so dran machen. Und dann sind die Angreifer zum Beispiel, sage ich jetzt mal, gefangen. Und das ist ein Ritterversteck. Hier, das kann man so abnehmen. Hier ist das Ritterzeichen oben. Nochmal die Krone. Mit dem Schwerter. Und da kann man jetzt Goldschatz verstecken. Hier ist einfach so ein verstecktes Loch. Und es ist sogar Gold mit dabei. Hier haben wir mal die Schatzkrone. Und das ist ja verschlossen. Kann man halt nicht öffnen. Hier, das kann man zur Seite schieben. Und dann kann man die Krone öffnen. Und, oh, Geschmeide und Juwelen. Und hier war ein Edelstein dabei, ein weißer. So wie hier bei der Figur, mit diesem, was soll ich nennen, Zauberstab. Welche Mal. Da war ein Juwel dabei noch. Das soll ein Ersatzteil sein. So, wir den Schatz verstecken. Und ich zeige kurz nochmal, wie die Goldmünzen ausschauen. Okay. Hier haben wir mal eine. Die sind richtig klein, da muss man aufpassen, dass sie nicht verloren gehen. Hier sind Zahlen oben. Hier ist ein König oben. Sich mal mit den
Hier ist der König. Und hier kann man jetzt den Schatz reintun. Das ist genug Platz für Schätze und Juwelen. Und hier kann man die Platte wieder drauflegen. Dann ist der Schatz komplett versteckt. Immer noch ein Teil. Ich sag jetzt mal, dass das sowas ist, wo. Ich sag mal, das ist so eine Kammer, wo dann Gefangene reingesperrt werden. Wenn Gefangene reingesperrt, das kann man hier so hoch. Das ist hier ein bisschen sowas. Seht ihr? Das wird hier einmal, zack, hier den Finger so rein. Dann kann man es hoch. Hier, da werden dann die Gefangenen rein. Einfach so reingestoßen. Kann man auch wieder zu. Hier haben wir einen Stein drauf gesteckt. Hier haben wir den Turm. Hier ist auch eine Leiter, dass man auch hochkommt. Hier sind Holzstelzen. Hier zwei. Hier sind auch zwei. Bei diesem Ritterhaus. Und hier haben wir eine Türe. Und wie man die öffnet, das hat es ja dann nach oben gemacht. Zack. Zur Seite geschoben. Und dann kann man die Tür öffnen. Dann kann man zum Beispiel in den Turm gehen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Tor. Das kann man nach oben machen. Zack. Und da ist jetzt frei. Und wenn man das wieder zumacht, das ist ja ganz oben auf dem Turm. Hier ist ein Schalter. Da müsst ihr das, zack, hier zur Seite, dann runterfallen. Ein bisschen. Zack. Dann ist das Tor wieder runtergefallen. Auch ziemlich cool gemacht mit dieser Torfunktion. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier oben auf den Turm wieder so Holzplatte, sage ich jetzt mal. Da, das kann man öffnen, hier den Finger so ein bisschen rein. Dann kann man es öffnen. Und hier ist die Leiter. Wenn man die rausholt, hier einmal so ab und dann wird das rausgezogen. Ist lang genug. Die Leiter hat ungefähr 9 Stufen, sage ich jetzt mal. Und wenn man die wieder reintut, hier in den Turm, ist es jetzt. Da ist wieder so draufgelegt. Zack, und in den Turm, das wird ja in das Loch dann so reingetan. Ist ja so eine Leiter auf der Wand. So. Hier haben wir ein Fenster, das kann man auch öffnen. Das ist hier außen. Hier haben wir ein rotes Stück Dach drauf gesteckt. Und das Fenster öffne ich jetzt mal. Das wird hier einfach von innen aufgemacht. Zack. Dann kann man das Fenster öffnen. Oder man kann von außen. Hier ist ja da so. Ja, von außen kann man es auch öffnen. Und so sieht es dann. Zack. So sieht dann das Fenster von innen aus. Immer den schwarzen Fensterrahmen. Hier wieder ein Löwe mit Krone. Hier haben wir Holzbalken. Die wurden einfach rangesteckt. Geklipst mit rote Stecker. Dafür war das Werkzeug dabei. Und hier mal eine Leiter. Da kann man dann hochklettern auf die Holzbalken und da können dann im Ritter Wache halten. Hier haben wir dann die Leiter. Das kann man hier reinschieben. Das kann man nämlich reinschieben. Oder man kann es dran stecken. Hier, das wird einfach so dran. Zack, zack, zack. Und da kann dann die diverse Ritter hier oben Wache halten. Auch hier kann man wieder so einen Ritterwappen dranhängen. Zack, das wird hier einfach so dran, so. Und dann nach unten gedrückt. Und hier mal auch noch mal einen Kleinturm. Hier kann man so eine rote Hängeleiter dranhängen. Stand aber leider nichts
davon in der Anleitung, war auch nicht in dem Set dabei. Hier kann man eine Figur reinstellen, hier oben drauf. Hier ist auch nochmal für den Ritter ein Loch frei im Turm. Und hier ist auch nochmal ein Steinkopf gesteckt. Und das riecht. Jetzt zeige ich euch mal kurz was richtig, richtig Cooles. Es ist versteckt. Jetzt nehmen wir mal. Da braucht man nämlich eine Figur. Ich nehme jetzt mal diese. Hier, die stellt man hier drauf. Und da gibt es ja einen Schalter, der wird nach vorne gedrückt oder nach hinten gedrückt und dann aktiviert man eine versteckte Falltür. Hier, den Schalter kann man auch wieder rausnehmen. Hier haben wir den Schalter. Das wird einfach so reingehakt. So. Zack. Haben wir den Schalter wieder seitlich hoch. Hier haben wir den Finger so rein. Dann wird das seitlich hochgeklappt wieder. Und hier haben wir dann die Gefängnistür. Auch wieder nach oben hin aufgeklappt, dann zur Seite wieder. Und dann kann man wieder die Tür öffnen. Das ist ein bisschen eine größere Tür. Immer nochmal so Mauer rundherum. Hier bei den schwarzen Teilen wo ist die Tür dran gesteckt. Richtig schön schwarz gemacht. Und hier haben wir dann die Zugbrücke. Und die kann man jetzt nicht so ganz nach unten, weil hier ist ein Seil gespannt. Das müsst ihr hier von dem schwarzen Teil, was ihr da seht, so raus. Zack. Hier kann man es drin lassen und dann kann man die Zugbrücke runter. Ich habe nochmal Ketten reingemacht. So, also, das soll Holz darstellen. Braunes, schönes Holz. Hier haben wir nochmal so ein Teil dran gesteckt. Das soll ein Gewicht sein. Gewicht. So. Und wenn man es wieder hochlassen möchte, da wird es wieder das Seil hier so. Und wieder hier in das schwarze Teil. Und man kann die Zugbrücke auch ganz hochziehen. Seht ihr? Das seht ihr wieder bei das Gewicht hier, was ihr da seht, Sack. Die kann man die Zugbrücke richtig ganz hoch lassen. Oh, wir lassen es so. So, hier meine Tür. Also das ist eine Wand, die kann man hier aufmachen. Die ist hier. Zack, dafür. Aber das ist leider keine verschließte Tür. Also keine Wandtür. Also man kann die leider nicht verschließen. Das ist beweglich. Das kann man auch rausnehmen. Ich gerade hinkriege, das geht gar nicht so einfach. So, hier mal das Teil, da ist das runde Teil dran gesteckt. Hier in dieses kleine Loch, was ihr da seht, da wird das hier drauf gesteckt. So, das wird hier einfach drauf gesteckt und wir hier in das Loch rein. Hier braucht man wieder ein bisschen Kraft. Und hier, wenn man hier dran zieht, dann kann man die Wand öffnen. Da kann man zum Beispiel den Skelett hier reintun. So. Dann kriegt jeder Angst und läuft dann von der Burg weg. Zum Beispiel. So, wir verschließen. Und wir haben über den Steinteil auch noch eine Höhle, aber diesmal eine viel, viel größere als die Ritterhöhle. Dafür ist hier ein Ritterstand dabei. Richtig viele Waffen sind hier dran. Hier zum Beispiel solche Stachelwaffen, Schwerter, ein Schild und einiges, was ein Ritter so braucht. Schreibt mir auch in die Kommentare, was das Orange hier oben ist, diese Spitze. Ich glaube, das ist so eine orange Spitze. Und hier den Waffenstand, das sag ich hier mal, den kann man hier, das ist die Ritterhöhle, reinstellen. Hier einfach so an der Steinwand. Da kann man reinstellen. Und zum Glück waren hier bei der Burg nicht so viele Aufkleber dabei.
Wo wurde kurz. Bei dem Turm außen wurde ein Aufkleber verklebt. Hier. Das war ein Aufkleber. Richtig edel, schön gemacht. Ja, das ist der Ritterstuhl. Hier ein Aufkleber. Und mir ist ein Aufkleber verloren gegangen. Der gehört eigentlich hierhin. Ein blauer, langer war das. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt mal den König. Den kann man zum Beispiel jetzt ein bisschen zu dran sitzen. So genau sitzen kann der hier nicht. Hier passt. Und das, den Königstuhl, kann man hier oben reinstellen. So, das wird einfach reingestellt. Und hier haben wir noch ein Gitter, dass da auch keiner runterfällt. Kann man auch wieder abnehmen. Ist so ein Holzgitter. Das wird einfach so rein gemacht. So, hier außen, da ist ein Loch frei. Nämlich da ist ein Bäumchen drin, ein Baum. Das ist das mal. Und hier das Grüne. Und hier sind ein paar solche Püppelchen dran. Da kann man solche Blütenblätter dranhängen, waren aber nicht in das Set dabei. So, das wird da einfach so reingesteckt. Auch das Grüne auf den Ast. Und hier haben wir auch wieder eine Tür. Tür, die ist hier ähnlich. Zack, wir nach oben, wieder zur Seite. Und das ist eine Tür, die was ein Turm wieder befestigt ist. Hier, da geht eine Treppe runter. Hier ist die Treppe. Und hier bei dem Burghaus haben wir auch schon wieder eine Tür. Hier aber diesmal mit goldenen Schließmechanismus. Hier wir nach oben. Und hier ist die Seite. Und da ist auch wieder eine Treppe. Eine Treppe. Und hier haben wir auch wieder so eine Holzplatte, nämlich wir hier mal. Aber diesmal eine bisschen braunere. Das hier wieder nach oben und da ist wieder eine Krippe. Und zwar drehe ich mal die Burg wieder. Hier, das sieht man glaube ich. Da. Da ist dann die Krippe, da kann dann zum Beispiel ein Ritter runterklettern und dann zum Beispiel seinen Schatz hier drin wieder verstecken. So sieht nochmal die Platte von unten aus. Und ja. Bei der Burg war auch noch ein cooles Feature dabei, eine Kanone zum Beispiel. Hier ist ein Schalter und hier hinten ein Knopf, wenn man da drauf drückt, dann schießt direkt die Kanone raus. Die hat echt großen Druck, also Vorsicht, dass ihr euch damit nicht in das Auge schießt. Ja, das wird einfach hier so reingesteckt in die richtige Form. Zack, braun, golden. Bei der Löwenritterfestung waren aber zwei Gewehr dabei, also zwei Kanonen. Die zeige ich mal kurz. Die andere ist hier. So. Die Verteidigungswaffen, das sind die. Das sind große, solche Flammen. Und das sind die kleinen. Und zwar, die großen gehören zu diesen. Haben solche Seile gespalten, das sind aber keine echten Seile. Hier. Beweglich und hier wieder in die richtige Form einstecken. Und dann ist hier hinten ein Schalter, wenn man da nach hinten drückt, zack, dann schießt auch wieder ganz großen Druck die Kanone raus. Und die kleine, die hat unten eine Rolle dran, ist auch beweglich. Und wenn man die hier ladet, hier wieder reingeschickt, zack. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Kanone schießt, denn ich habe es ein bisschen falsch aufgebaut. Habe ich nicht so genau in der Anleitung geschaut. Die hat einmal riesigen Druck. Also Vorsicht, dass ihr euch damit
nicht in das Auge schießt. Und ja, jetzt habe ich mal die Kanonenfunktion dargestellt. Und hier haben wir mal. So, was ist das wohl? Das zeige ich euch jetzt. Dafür braucht man einmal das, so ein kleines schwarzes Teil mit ein Loch. Und das nehme ich jetzt alles mal. So, ein Stück brauche ich jetzt noch. Und das ist hier jetzt irgendwo. Das purzelt hier schon mal überall durch die Gegend. Ich weiß jetzt kurz nicht, wo das ist. Muss ich jetzt mal nachschauen. Auf jeden Fall, die Feder, was die Königin in der Hand hatte, die musste man hier reinstecken. Und dann hat man hier so ein Blatt Papier. Okay, nicht das? Das kann man hier so dran machen. Und das schwarze Teil hier dran. Das wäre dann so ein Schreibtisch. Auch den kann man hier oben hin tun. Zack. Und das war's auch schon. Ich habe euch fast alles bei der Burg gezeigt. Bisschen gibt's noch, aber wir schauen uns auch die Festung an. Auch die sieht einmal richtig cool aus. Hier ist ein Schatzraum. Da kann man Waffen verstauen oder Goldschätze. Hier die, wie heißen die kurz nochmal? Ja, ich sag einfach mal Burgmauern. Hier Grünzeug ist hier dran gehängt. Da gibt es davon 3 Stück. Ist ein bisschen zu unbiegbar. Und hier auch wieder richtig schön schwarzer Stein. Und hier mal grüne Wiese. Ich schaue die Festung von hinten aus. Und hier mein Stamm. Ich habe es halt mal so gemacht, dass der andere, also das kleine Teil von Stamm hier so in die Burgmauer so reingeht. Das sieht richtig, richtig cool aus. Hier oben kann man was draufstellen. Das war ebenfalls bei der Festung dabei. Das sind nur dreiteilig. So ein Feuer. Einfach ein goldenes Teller ist das. Hier wird einfach ein kleines Teil von der Flamme draufgesteckt und dann die ebenliche Flamme. Richtig einfach zusammenzubauen und dann kann man zum Beispiel jetzt hier oben draufstellen. So. Hier bei der Festung war nicht so viel zum Zeigen. Bei der Löwenritterfestung war ein Pferd dabei. Wir haben eine Fackel dran. Auch, ja. Ja.